Hallo Lieben, hier ist wieder die Zoe und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe heute ein super spontanes Video für euch, denn wir werden wahrscheinlich heute Abend oder vielleicht auch morgen Abend erst, aber wir fahren ziemlich spontan in Urlaub, das war jetzt nicht so geplant, aber ich liebe es spontan und ich freue mich sehr, dass wir wegfahren. Deswegen war gestern mein Mann unterwegs und hat uns ganz viele tolle Sachen mitgebracht, weil wir sind ja total unorganisiert. Ich dachte, ich habe ja noch eine Woche Zeit zum Einkaufen und zum Kofferpacken und so und das bleibt jetzt alles auf dem letzten Drucker. Wieso wundert mich das nicht? Das ist ja irgendwie jedes Jahr ein bisschen dasselbe. So, auf jeden Fall haben wir ganz viele tolle Sachen. Und die zeige ich euch jetzt mal. Ich zeige euch, was wir so als Standardausrüstung für unsere Pflege, teilweise innen wie auch außen, mitnehmen. Also erstmal, da meine Haare ja ziemlich speziell sind, ne? Ihr habt ja gesehen, bei mir wächst schon alles wieder heraus. Ich färbe sie nicht mehr, ich blondiere sie nicht mehr, weil das einfach meine Haare total versaut hat. Aus dem Grund habe ich mir jetzt einfach mal ein neues Shampoo. Ich bin jetzt vom konventionellen komplett weg. Habe jetzt von Laveda dieses hier besorgt. Das ist nämlich so ein 2-in-1-Dings und zwar Shampoo und Spülung in einem. Und zwar sehr trockenes, strapaziertes Haar und soll auch bei Spliss helfen. Hier, reduziert Spliss, verbessert die Haarstruktur. Na, wenn das nicht mal vielversprechend klingt. Vor allem, es riecht halt echt, echt lecker. Da muss ich gleich nochmal einmal dran ziehen. Das riecht voll wie Urlaub. Das ist total genial. Mir hat jemand einen Tipp gegeben, bevor ich mir die Haare wasche, soll ich auf jeden Fall so für ca. 15 bis 20 Minuten Kokosöl mir auf die Haare tun und auf die Kopfhaut. Pflegt noch extra und verleiht den Haaren halt wirklich einen seidigen Glanz. Da habe ich mir jetzt einfach so eins von Alnatura mitgenommen. Das tue ich nicht nur auf die Haare, ich esse es auch. Ich nehme es als Butterersatz, weil das einfach ziemlich voll tolle Eigenschaften hat. Und so, das ist jetzt einmal die Haarpflege für mich. Mehr brauche ich nicht. Und des Weiteren hat mein Schatzerle mir hier so ein total geniales von Kneipp. Ne? Das ist so ein Aromapflegedusche und vor allem hat mir auch der Spruch so gut gefallen. Sei frech, wild und wunderbar. Ich finde das total genial, oder? Das könnte irgendwie so mein Credo sein oder mein Logo. Und das riecht echt so Hammer. Das riecht wie so ein Urlaub auf Hawaii. Total bunt, fruchtig, frisch, lecker, schmecker. Als Sonnenschutz werden wir jetzt erstmal die Sachen von letzten Jahr benutzen. Das sind leider Gottes noch konventionelle Sonnencremes, die wir auf Lager hatten. Leider Gottes kommt das, was ich bestellt habe, jetzt nicht rechtzeitig an. Ich war viel zu spät dran. Ich habe den Feiertag nicht berechnet. Ich habe das Wochenende nicht berechnet. Ich habe gar nichts berechnet. Ich habe mir einmal nachgedacht, während ich bestellt habe. Und das kotzt mich jetzt tierisch an, weil das richtig geile Teile waren von Eco-Cosmetics. Und das ist einfach totale Kacke, weil wir jetzt eben die Sonnenmilch von letztem Jahr benutzen müssen. Vielleicht finden wir auch dort vor Ort irgendwie, soviel ich weiß, ist da auch ein DM vorhanden, dort in der Ortschaft, wo wir landen werden. Und wenn wir ein DM finden, dann gucke ich, ob ich da noch was finde, sonnenmilchtechnisch. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt erstmal die Sachen. Für die Kinder allerdings habe ich da schon was, das zeige ich euch aber gleich. So, jetzt kommen wir erstmal zurück zu meinem Zeug. Gesichtstechnisch und so werde ich weiterhin diese Sachen von Laveda benutzen, die ich euch schon mal gezeigt habe in meinen Videos. Die vertrage ich halt super und die sind halt genial. Und ich werde auch schauen, dass ich im Urlaub so gut wie kein Make-up auftrage, einfach damit die Haut sich ein bisschen erholen kann, regenerieren kann. Und obwohl ich Bio-Sachen benutze, finde ich, ist es vielleicht für die Haut gar nicht mal so übel, wenn man sie mal in Ruhe lässt, oder? Einfach mal atmen lassen, Malo. Ich bin in der Sonne, ich bin am Meer, das ist das Beste. Mein Mann, der hat sich für sich selber hier dieses Duschgel von Alverde gekauft, DM. Und das riecht richtig erfrischend. Ist so ein 3-in-1-Ding. Ich meine, bei den Männern kann es nicht schnell genug gehen. Also das Duschen. Und Körper, Geist, ist für Körper, Geist und Haar. Nee, da steht Gesicht. Für Körper, Gesicht und Haar. Und wenn es Haar nicht da ist, schadet es der Kopfhaut bestimmt auch nicht. Es ist natürlich so, dass wir im Sommer die Sonnenmilch benutzen und nach dem Sonnenbaden oder nach dem Meer und am Abend, wenn man dann zu Hause ist und duscht, sollte man auf jeden Fall nochmal eine Pflege auftragen. Und das habe ich letztes Jahr total verpennt, mir so eine Bodylotion mitzunehmen. Und da war ich auf der Suche dort nach irgendeiner Drogerie, um mir was zu kaufen. Habe es natürlich überteuert gekauft, totale Kacke. Und diesmal haben wir uns natürlich eingedeckt. Wir haben hier zweimal eine Körpermilch Alverde mit Kakaobutter und Hibiskus. Riecht total genial. Ist für trockene Haut. Da habe ich jetzt momentan kein Problem, aber am Meer wird es halt oft trocken. Und zweite Möglichkeit, Granatapfel und Ingwer. Riecht herrlich frisch nach Ingwer und ist für normale Haut gedacht. Die ganzen Sachen sind natürlich auch vegan. Jetzt kommen wir zu den Kiddies, weil für die Kiddies ist die Pflege auch super wichtig, vor allem Sonnenmilch. Gerade bei den Kindern, da ist die Haut noch ziemlich jung und unsere Haut hier in Deutschland, wir sind halt das viele Licht, die arge Sonne nicht so gewöhnt
Und es ist natürlich irgendwie ein bisschen scheiße, wenn ich das mal so sagen darf. Mich gast es auch an, aber wir können es uns leider momentan nicht aussuchen. Und deswegen ist am Anfang vor allem die Pflege halt sehr wichtig. Da sollten die Jungen, die ganz Jungen auf jeden Fall mindestens einen 50er Schutz, wenn sie lange in der Sonne sind. Also ich bin dafür, ich lasse dann am Anfang so 10, 15 Minuten in der Sonne nackig rumspringen und trage ihnen dann später die Pflege auf. Da habe ich hier fürs Gesicht und für den Hals, das kann man natürlich auf den ganzen Körper auftragen, aber es ist zu wenig drin. Hauptsächlich pflege ich damit Gesicht, Nacken, Oberkörper, Oberarme, die Stellen halt, die ganz fett Sonne abkriegen. Und gibt es auch in größer und zum Sprühen. Ich habe jetzt nur noch dieses kleine da. Und was ich jetzt noch habe, habe ich vom letzten Jahr, das habe ich Ende der Sommerzeit gekauft, ist also noch haltbar. Da steht irgendwie 12 Monate haltbar, glaube ich. Das ist jetzt mit nur 30er Schutz, aber das ist so eine ganz krasse mineralische Sonnenschutzpflege und Sonnenbalsam steht drauf. Das ist natürlich auch wasserfest, ist richtig weiß. Also danach läuft man da rum wie so ein kleiner Geist, ohne Scheiß jetzt. Also das ist das Einzige, was mich ein bisschen genervt hat, weil die Kinder wirklich weiß werden, aber da habt ihr wirklich garantierten Schutz und da könnt ihr gar nicht anbrennen. Da könnt ihr gar nicht verbrennen, sorry. Ist natürlich nicht nur für Kinder. Ne? Was für Kinder gut ist, ist für Erwachsene nicht schlecht. Das haben wir schon so oft gehört und es ist halt nun mal so. Des Weiteren habe ich hier für die Babys und die Kinder, okay, wir haben bloß Kinder, keine Babys mehr, diese Waschlotion mit Shampoo. Ist halt super praktisch, ist ohne alles, ohne Parfüme und Zeugs und Plastik und ist vegan und riecht halt ziemlich dezent. Eigentlich riecht es gar nicht. Und zum Eincremen, zur Pflege habe ich dreimal, ne? Damit wir nicht so sparsam damit umgehen müssen, habe ich hier dreimal die gleiche Pflege. Ist fürs Baby, wird fürs Kind bestimmt genauso gut sein. Und das riecht richtig, richtig angenehm, dezent nach Baby. Finde ich super. So, was sollte im Urlaub nicht fehlen? Eine gute Zahnpflege. Und das kotzt mir jetzt wieder an, weil ich habe natürlich übers Internet eben ein paar Eco-Kosmetik-Produkte bestellt und wie gesagt, ich war zu spät und da war auch eine total geniale Zahncreme dabei mit richtig tollen Inhaltsstoffen. Das blende ich euch mal alles ein, was ich bestellt habe. Kommt halt jetzt nicht rechtzeitig. Mich nervt es, weil da auch unsere Sonnenpflege und so war. Ich habe mir jetzt alternativ die Lavera Zahncreme, dieses Zahngel hier geholt. Was toll ist, ist halt, dass die ein richtig gutes Mundgefühl hinterlässt. Man hat danach nicht das Gefühl, dass man die Zähne nicht geputzt hat, so wie bei vielen anderen so Bio-Zahncremes, bei der hast du echt das Gefühl, dass die Zähne und der ganze Mundraum sauber ist und die Zähne vergelten nicht. Also bei vielen habe ich auch das Gefühl gehabt, die haben irgendwie, die glänzen immer, die sind irgendwie matt, auf der Zunge habe ich einen Belag, also richtig ekelhaft und die kostet auch gar nicht so viel, ich glaube 3,95 ist der Preis im Geschäft. Wenn jemand irgendwie homöopathische Mittel einnimmt, kann er die auch benutzen oder jemand, der kein Fluorid verträgt, da ist kein Fluorid drin. Also die empfehle ich auf jeden Fall, ist eine für mich von den günstigeren Zahnpasten eine der besten für mich. Jetzt hätten wir mal diese ganzen Cremes und so Geschichten weg nach Hand, stopp hier. Handspülmittel habe ich mir dieses hier von Ecova noch mitgebracht, weil letztes Jahr waren wir wie gesagt auch so in einem, haben wir unsere Wohnung gemietet und da haben wir uns alles geholt, da haben wir uns dann so ein Billigspülmittel aus dem Supermarkt geholt und da waren die Hände halt nicht wirklich gepflegt und das hier ist ein spezielles Handspülmittel. Und macht auch sauber, macht auch das Geschirr richtig sauber und pflegt nebenbei noch die Hände. Was in meinem Urlaub mit Garantie nicht fehlen wird, ist mein Gerstengraspulver. Ihr wisst, ich liebe das Gerstengraspulver, seit ich das nehme, bin ich halt anders fit. Das ist richtig genial. Verdauung läuft total genial. Es läuft alles einfach viel besser. Die Kinder kriegen es halt auch und das ist halt so unser morgendliches Getränk, was wir uns dann gönnen. Mein Bio-Schwarzkümmel, naja, es muss ja nicht Bio sein, aber ich habe jetzt hier dieses kleine Fläschchen, das ist für den Urlaub ganz praktisch. Und das nehmen wir wegen der Allergie, also ich nehme es wegen meiner Allergien. Den Kindern gebe ich es halt auch gegen Zecken oder zum Schutz vor Zecken und Mücken. Haben wir gelesen, dass es auch schützen soll. Ganz viele berichten, dass sie tatsächlich nicht gestochen werden. Wir haben selbst die Erfahrung im Wald neulich gemacht, dass wir nicht gestochen worden sind. Wir werden es einfach nochmal testen. Kleiner Tipp hier nochmal. Ich glaube, so in der Kombination Schwarzkümmel trinken und Kokosöl auf die Haut schmieren, vor allem an den Füßen, Ohren, Armen so ein bisschen, das hält, glaube ich, noch zusätzlich die Zecken fern. Also, wir werden das mal heuer nochmal testen, ganz intensiv. Und
Mein ganz neues Etwas, was ich benutze, davon habe ich euch noch kein Video gemacht, weil es noch in der Testphase ist, Lavendelöl. Für was ich das benutze, das werde ich euch bei Gelegenheit mal erzählen, aber es hilft mir. Und außerdem kann ich damit ruhiger schlafen. Es ist einfach hammergenial zum Inhalieren und hat halt echt was drauf. Hier, merkt euch Lavendelöl von Primavera. Da mache ich mal ein extra Video. Ich werde euch jetzt noch nicht zu viel verraten. Was ich natürlich auch mitnehmen muss, das gibt es bestimmt auch dort vor Ort, aber hier weiß ich, dass ich Bio-Ingwer habe. Ich nehme meinen Ingwer mit, weil den verarbeite ich dann gleich so, wie er ist. Ich schneide immer ein Stück ab, wasche es und reibe es so mit der Reibe, ne, ganz fein. Dann überkoche ich es mit heißem Wasser und dann fülle ich das Ganze auf mit kühlerem Wasser, mit einer Zitrone und dann trinke ich das. Und das gibt mir so voll den Kick, das schützt mich vor Infekten und das hält einfach fit und gesund, Leute. Ich habe das schon mehreren auch in der Arbeit empfohlen und ich kriege da jedes Mal Feedback. Hey, das hat geholfen. Hey, mir ging es ruckzuck wieder gut. Merkt euch das. Ingwer darf echt nie fehlen. Oh, was bräuchte ich jetzt noch im Urlaub? Habt ihr jetzt noch eine Idee, was ich nicht vergessen darf? Okay, meine Ausweise, Reisepässe, das nehmen wir mit. Ein paar Handtücher, ein paar Badelatschen, Bikini-Badehosen und ein paar Tücher. Cappies. Unser Zelt, unser Sonnenzelt. Ja, ich glaube, dann hätten wir das Wichtigste, ne? Ein paar Klamottchen zum Anziehen und dann kann man schon los. So, ich gehe jetzt nochmal einen Koffer packen, weil ich echt nicht weiß, wann es losgeht. Das ist so geil, ey. Wenn man so nicht weiß, wann es losgeht, total Überraschung. Und nachher kommt mein Mann, sagt, ich habe jetzt eine Wohnung gefahren. So gehört es dann auch schon. Oh, jetzt sehe ich was ich vergessen habe. Oropax, Leute, wenn ihr Pech habt und ist es irgendwie jemand, der schnarcht im Haus oder um die Ecke wird irgendwie sonst was getrieben, dann ist es wirklich von Vorteil, wenn ihr Oropax mitnehmt oder so Ohrstöpsel. Ich habe tatsächlich hier welche von Oropax und die sind halt hammergenial und die halten auch, ne? Und ihr wisst ja auch, wie ihr sie anwenden müsst, oder? Wenn ihr es nicht wisst, schreibt es mir in den Kommentaren. Ich zeige euch, wie man die benutzt, damit es auch wirklich dicht hält. Oropax, ganz, ganz wichtig. Ich habe jetzt alles erwähnt. Sollte ich noch was vergessen haben, schreibt es in den Kommentaren, was ich unbedingt brauche, wenn ich in Urlaub fahre. Ich werde jetzt wahrscheinlich voraussichtlich gut 2 Wochen weg sein. Ich werde euch vielleicht vom Urlaub aus noch mal kurz informieren, wie es uns geht, was wir so treiben, was wir machen. Und ich melde mich und ich danke euch ganz doll fürs Zuschauen. Bis bald! Oh, meine Hand ist ja schon von dem... Ach, ich halte dieses Ding, wisst ihr, diesen Verlängerungsarm hier und... Oh, Scheiße, ich habe gar nicht gemerkt, dass meine Finger eingeschlafen sind. So, genug. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ach ja, wenn es euch gefallen hat, wisst ihr Bescheid, ne? Liken, abonnieren, wisst Bescheid, gell?